Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start. Es ist wieder Mittwoch und es ist Vlog-Time. Ja, Mittwoch, Leute. Es ist 3. Dezember und draußen jetzt nicht mehr. Aber eben hat es minimal geschneit. Wir haben, glaube ich, minus 2 Grad draußen. Es hat, Leute, zum ersten Mal im Jahr hat es minimal geschneit. Ich finde das bedingt gut. Bedingt gut, weil man weiß ja, Schnee ist eigentlich geil. Ich mag zwar die Kälte nicht, aber die Heizung läuft auf volle Pulle. Leute, aber was schlimm ist, ist natürlich der Bahnverkehr, Busverkehr, Autoverkehr, alles Mögliche. Die Idioten können einfach nicht fahren, wenn es schneit. Das ist ein bisschen uncool. Und ja, was gibt's diese Woche zu erzählen? Was ganz Wichtiges, Leute, was ganz Wichtiges. Wer den Stream verfolgt, und ich hoffe, da sind einige, da sind auch einige, aber ich hoffe, es sind einige auch von euch, von YouTubern, weil kann ja sein, dass nur Twitch-Leute sind. Wir haben die Daisy Standalone gestern angespielt. Am Montag? Ne, am Dienstag. Quatsch, am Dienstag. Gestern ist der Dienstag. Da haben wir die Daisy Standalone angespielt und ja. Nein, ich muss mich verbessern. Wir haben die Experimental Daisy Standalone angespielt. Das heißt, es gibt die Autos. Ich habe versucht, einen zu finden. Ich habe eins gesehen, hat mich überfahren. Sonst habe ich keins gefunden. Spawn anscheinend entweder ohne Benzin oder nur mit 5%. Das heißt also, die stehen alle leer. Server gehen einfach down. Loot war gar nichts da. Also, ich habe gar nichts gefunden. Fand weniger gut, muss ich sagen. Ich bin selber noch kein Auto gefahren. Ich werde aber jetzt auf der Stable das anspielen. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe, die Stable ist anders als die Experimental. Denn heute, am Mittwoch, sind die Server, die DayZ-Server down. Und ja, da soll der große Patch kommen, wo die Autos live gesetzt werden. Das finde ich schon mal gut. Wieso? Ganz einfach. Autos würden dem Spiel einen kleinen Kick geben. Ob sie so weit funktionieren, schwer zu sagen. Wäre auf jeden Fall wieder was Neues zu entdecken. Was ich auf der Experimental die ganze Zeit gesehen habe, das war diese Garten, wie nennt man das? Gartenerde, überall sind bullsche Tomaten. Die sollen doch erstmal die Zombies fixen, die sollen das Gameplay fixen. Die sollen sowas machen und vielleicht nicht als erstes Auto gleich in so einen Massentruck, sondern vielleicht als erstes Auto ein, ein Fahrrad, womit man schnell rüberkommt. Was ich auch gehört habe, selber habe ich auf der Experimental keine Cheater gesehen, liegt aber daran, dass ich keinen einzigen Spieler aus uns gesehen habe. Es sollen aber extrem viele Speedtaker, hast du nicht gesehen, auf den normalen Stable-Servern sein. Werde ich demnächst angucken. Ich werde es auf jeden Fall bestimmt mal im Stream wieder spielen. Auch wenn es nicht so beliebt ist. Wenn die Lust da ist, spiele ich es an, weil ich habe selber, eigentlich habe ich Lust, weil ich finde, so neue Sachen zu entdecken ist echt cool und ich esse die ganze Zeit Mandarinen. Ich habe heute gefrühstückt, was habe ich? 2 weich gekochte Eier, sonst noch was. Und jetzt snack ich die ganze Zeit Mandarinen. Ich liebe Mandarinen, Leute. Esst Mandarinen. Und schmatzt nicht dabei, so wie ich. Ja, also wie gesagt, Stable Server gehen heute live. Ich werde es mir anschauen, auch wenn ich heute keine Zeit, denn heute wird DayZ noch geschnitten und noch ein anderes Video, aber das erzähle ich euch am Ende des Vlogs. was haben wir noch? Wir haben CSGO, Leute, Knife, wir haben Termin festgelegt, 27. ist die Verlosung. Auf Twitch werden wir das machen und ja, 500 Punkte kostet ein Ticket für die Leute, die wissen, wie das funktioniert. Die wissen Bescheid, 500 Punkte am 27. Für die, die es nicht wissen, können sich im Stream erkundigen. Da hilft bestimmt der eine oder andere den aus. Gestern haben wir wieder ein paar No-Name-Teams gespielt. War gut zu wetten. Ich habe ordentlichen Wetteinsatz reingesteckt, habe alles verloren. Aber das ist beschissen gewesen, denn 2 Teams hatten gestern eine 10% Chance zu gewinnen oder 17%, ja. Ich habe ungefähr $40 gesetzt. Das heißt, meine Gewinnquote oder mein Gewinn würde bei $200 betragen. Das wären so 3 AWP Asimovs, die man hätte auch gewinnen können, ne? Ja, dachte ich so, okay, machst du mal, ne? 2 Teams, keiner kannte die, alles No-Name-Teams, ne? Und ich so, okay, dann wettest du mal, ne? Eins von den Teams hat gewonnen. Bei einem Team hätte ich so $100 bekommen, aber ich habe es aufs Falsche gesetzt. Und ich wette nie wieder. Ich werde eh wieder wetten, aber ich will eigentlich nicht wetten, aber das ist so, wisst ihr, wenn so ein Mega-Angebot ist, wo man eine Chance sieht, weil die waren, ja, ne,
Wenn man so aus 20 Dollar so auf einmal 200 machen kann oder aus 40 200. Ja, kann man mal machen, kann man mal machen. Sofern man sich kontrollieren kann. Und ich kann es, deswegen mache ich das so erstmal wieder nicht mehr. War auch das erste Mal seit langem. Doch vor kurzem habe ich mal gewettet. Ein paar M4 Asimovs gewonnen. Werden ja auch Giveaway in normalen Streams. Ja, was haben wir noch so? Wir waren am Wochenende feiern. Ich war mit, oder ein paar Kollegen waren mit mir feiern. Ich war mit ein paar Kollegen feiern. Ich weiß nicht, wie sagt man immer. Der Esel nennt sich zuletzt, zuerst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir feiern. Dann haben wir den Fehler gemacht. Wir haben den Stream angemacht, wo wir gut dabei waren. Wo wir gut dabei waren. Also so 4 Uhr morgens Samstag, falls jemand dabei war. Was im Stream bleibt, passiert, oder was im Stream passiert ist, bleibt im Stream. Das ist das Wichtigste. Aber Leute, diese Cam hier, die hat das meiste mit aufgenommen. Und wenn ihr wollt, kann ich schon mal so ein lustiges Video, so ein kleines Review-Video von vorstellen. Wie sagt man, so ein kleines Video von machen. Wird auf jeden Fall lustig. Also ich habe mir die Aufnahmen angeguckt. Ich habe mich so kaputt. Es ist natürlich Fremdschämen, aber ich habe mich so kaputt gelacht, das war nicht mehr normal. Ja, deswegen, wenn ihr so ein Video wollt, sagt Bescheid. Ess mehr Mandarinen. Ess mehr Mandarinen. Und was gibt sonst? Ich habe hier noch den schlauen Zettel. Da steht einiges drauf, aber eigentlich steht da nichts mehr. Nö. Deswegen, Leute, ich mach eigentlich kein Weihnachtsspecial oder so. Ich habe überlegt, machst du so Weihnachtsspecial, machst du Adventskalender, machst du sonst was, aber ich wüsste nicht, also ich wüsste schon was, aber das macht eigentlich jeder und dann ist es langweilig. Vor allem habt ihr dann 100 Sachen in der Abo-Box, weil jeder irgendwie so einen Adventskalender macht. Ich weiß nicht. Ich mach's einfach so irgendwann. Wenn kein Weihnachten ist, mache ich so einen Weihnachts-Adventskalender. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Leute, ist mehr Mandarin. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Ich werde mal gucken. Ich muss natürlich mit den Leuten, mit denen ich feiern war, nochmal absprechen, dass ich die veröffentlichen darf. Aber wenn ja, dann kommt das Video morgen. Wenn nicht, kommt übermorgen Daisy-Video, was ich jetzt auch anfangen werde zu schneiden, nachdem das hier hochgeladen oder während das hier hochlädt. Deswegen, Leute, haut rein. Bis morgen oder übermorgen. Obwohl morgen 18 Uhr Stream. Nein, 20 Uhr am Donnerstag. Was wird gestreamt? Ich sage CSGO oder WoW. WoW Arena Patch. Seid heute live. Ich werde es mir auch anschauen, wenn ich Zeit dazu habe. Deswegen, Leute, haut rein. Ciao. Pau.